So, die Zelte sind aufgebaut. Jetzt sind wir hier gerade in der Nähe von San Antonio. Also wir hatten heute einen reinen Fahrtag bis jetzt, also von Houston hierher. Von Houston haben wir gestern ja nicht so viel gesehen, da waren wir nur in dem NASA-Museum. Das war mittelmäßig interessant. Von hier ist es im Übrigen sehr, sehr warm gerade. Ich weiß nicht, wie viel Grad wir haben, aber es fühlt sich an. 40 Grad in der Sonne. Der heißeste Ort, wo wir waren. 40 Grad in der Sonne kann sein, ne? Bestimmt. Wir waren auch, sind ein bisschen braun geworden schon, ne? Wir waren gerade auch am Pool. Ja, und haben uns gesonnt. Sind wir jetzt endlich in New Mexico angekommen. Es war heute eine sehr langweilige Fahrt, weil alles schon ziemlich eintönig war. Keine Gewächse, keine Pflanzen, wirklich nur Ölpipelines und Wüste. Aber als Belohnung waren wir dann heute in einer der schönsten, größten und gigantischsten Höhlen überhaupt. Ja, die heißt auch Carlsbad Cave, so wie hier auch der Ort heißt, Carlsbad. Also das hat sich zumindest gelohnt. Hier angekommen in New Mexico. Eine wunderschöne kleine Stadt mit einer ganz besonderen Architektur, wie man es vielleicht hier sieht. Es sieht alles schon so ein bisschen anders aus, als wir es vorher gesehen haben. Hier sind überall ganz süße kleine Silbergeschäfte. Ja, auf jeden Fall eine niedliche Stadt. Ja, das ist tatsächlich das älteste Haus in den USA, hier in Santa Fe. Ja. Gibt es allerhand zu tun. Das war's. Wir sind jetzt gleich im Nationalpark, hier Mesa Verde heißt der. Da gehen wir jetzt hin. Mal schauen, wie der so ist. Unsere Leute warten schon. Ciao. Jetzt sind wir hier in dem wunderschönen Colorado. Also nach den tropischen Temperaturen sind wir jetzt plötzlich zwischen reißenden Flüssen, wo die Bären ihre Lachse fangen, und schneebedeckten Bergen.
ground is kind of like a loose gravel, so watch your step. Be careful and watch your step. Gerade mit so einem sehr witzigen Fahrzeug zu unserem Lager. Wir übernachten mich heute bei Native Americans. Im ersten Moment wusste ich gar nicht, wo ich hier bin. Ja, ich würde mal sagen, Peter, was bist du gerade, baff? Allerdings. Das ist schon unbeschreiblich gerade. Genauso war es eben. Wir wurden verbunden, unsere Augen. Dann sollten wir sie abnehmen. Und wir standen alle hier, vor diesem Abgrund vom Grand Canyon. Das Erste, was alle gesagt haben, war einfach nur, wow. Und ich meine, was anderes fällt einem da, glaube ich, auch nicht ein. Nein, es ist weder Winter noch Weihnachten. Über Nacht hat uns schlicht und ergreifend ein Blizzard im Grand Canyon eingeholt, wo wir nichts ahnend in unseren Sommerschlafsäcken übernachtet haben. Naja, wir haben uns trotzdem nicht aus der Stimmung bringen lassen und wie ihr in den weiteren Videos sehen werdet, haben wir es ja auch überlebt.